Gut, Leute, ich sitze hier mit meinem QNAP TS251C, das ich von QNAP mal testweise zugeschickt bekommen habe. Ich habe ja vor 2 Wochen, der hat da schon mal das Unboxing und den Ersteindruck-Video dazu gemacht. Und ich wollte euch jetzt einfach nochmal das abschließende Feedback geben, was es jetzt so mit dem TS251C so auf sich hat und ob das Ding was taugt oder nicht. Ich habe nur jetzt vor ein paar Monaten ja schon das Video zum TS251 gemacht, also nicht zum 251C, sondern der ursprünglichen Version. Und ich muss sagen, das kann man eigentlich alles eins zu eins so übernehmen, wie ich es da gesagt habe. Deswegen spare ich mir das jetzt nochmal, alle Sachen jetzt hier im Detail aufzuführen, so wegen Übertragungsraten, ne? 80 bis 100 Mbit, das funktioniert alles und Stromverbrauch und weiß nicht was. Also das ist wirklich alles identisch. Die einzigen Unterschiede, die wirklich jetzt da sind, ist bei der C-Variante hat man halt vorne diese Wechselfächer nicht und USB-Port weniger und auf der anderen Seite hat man den Vorteil, das Gerät hier sind so rund 300 Gramm leichter. Ja, ansonsten verlinke ich euch jetzt mal hier einfach mal auf das Video. Klickt da drauf, guckt euch das zum TS251 an. Das stimmt alles eins zu eins, kann man hier eins zu eins übertragen auf die C-Variante. Und ja, also ich spare mir jetzt mal alle weiteren Reden. Kostenfaktor, mittlerweile kosten die beiden Geräte gleich viel, ob man jetzt die C-Variante oder die 1er-Variante haben will. Also so um die 300 € sind das. Und ja, ich kann euch das nur wärmstens weiterempfehlen. Ich habe jetzt auch gerade schon ein Video aufgenommen zum Thema Hybrid Desk Station. Also wie man, sage ich mal, per HDMI-Port das Ding sich anschauen kann. Funktioniert auch alles wunderbar. Ja, es ist rundum eine saubere Sache. Und ich freue mich auch schon auf das nächste QNAP, das ich mir mal anschauen werde. Bin mal gespannt, ob jetzt mit den nächsten Updates da ein paar neue Funktionen reinkommen. Aber bisher sage ich auch weiterhin QNAP NAS für den Einstieg. Das läuft. Ja, sollten von eurer Seite jetzt noch Fragen sein, ne? Einfach schreiben, tickern, was auch immer. Und ja, bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.